Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Erfurter, liebe Gäste aus nah und fern, Sie sind wieder sehr zahlreich unserer Einladung gefolgt. Und das ist gut so. Der Landesverband der AfD Thüringen bedankt sich herzlich für Ihr Kommen. Lassen Sie uns gemeinsam heute Abend die drei Wahlsiege vom letzten Sonntag feiern, liebe Freunde. Herzliche Glückwünsche aus Erfurt an unsere Freunde in Rheinland-Pfalz, nach Baden-Württemberg und besonders nach Sachsen-Anhalt. Die Versammlungsbehörde hat mich gebeten, die Versammlungsauflagen bereits vor meiner kurzen Begrüßungsansprache zu verlesen. Also tun wir das auch so. Straßenbahngleise dürfen nicht betreten werden. Zwischen Fahrbahnoberleitung und Fahnen müssen Sicherheitsabstände von mindestens einem Meter eingehalten werden. Es dürfen keine Flaschen, Dosen und Trinkgefäße aus verbrechlichem oder splitterndem Material verwendet werden. Das Mitführen und der Genuss von alkoholischen Getränken sind verboten. Fahnenstangen dürfen eine Höhe von 1,50 Meter nicht überschreiten und müssen aus Holz sein. Transparent und Fahnenstangen haben einen Durchmesser von 2 cm zu haben. Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sind freizuhalten. Hunde sind am Rande des Aufzuges zu führen. Das Benutzen von Laserpointern ist untersagt. Das Mitführen und Benutzen von Pyrotechnik sind verboten. Fahnen mit dem Thüringer Dienstwappen, das betone ich nochmal, Fahnen mit dem Dienstwappen dürfen nicht benutzt werden. Wir dulden in unserem Aufzug keinerlei extremistische Zeichen oder Parolen. Wir lassen uns nicht von außen provozieren und zeigen den Medien wieder, dass die AfD vollkommen gewaltfrei zum Sieg kommt. Wir haben uns heute zum dritten Mal in diesem Jahr hier in Erfurt versammelt, um gegen das Politikversagen der Bundesregierung in Berlin und der Landesregierung in